Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Kartute, beim Clan True Voyager. Ihr seht das. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen nach unten, weil ich heute noch mein Tablet aufgebaut habe. Das seht ihr immer wieder, wenn hier so rechts und links die schwarzen Ränder sind. Das bedeutet, ich bin auf meinem mobilen Device, und so nenne ich das ja immer, also auf meinem Tablet. Und habe noch einen Angriff zu machen. Also alle haben hier ihre Angriffe schon gemacht, nur ich wieder nicht. Ja, weil ich natürlich, ich warte immer sehr, sehr lange. Das liegt einfach auch daran, dass wir Zehner hier immer natürlich eine kleine Schlüsselrolle spielen, nach 11 oben hin oder nach 9 nach unten hin. Und von daher habe ich jetzt extrem lange gewartet, und es gibt ja bei uns keine Lotangriffe, deswegen muss ich noch einen halbwegs vernünftigen Angriff machen. Ich habe mir auch eine Base rausgeguckt, die ist eigentlich ziemlich hoch. Ja, und der Arthur hier hat die mit 98% gemacht. Das werde ich nie schaffen. Ich bin froh, wenn ich 48 packe. Aber ich habe mir den Kampf angeguckt und weiß, wie der Arthur hier angegriffen hat. Und wir schauen uns nochmal die Base an. Ich habe mit dieser Armee vor allen Dingen auch noch nie so wirklich angegriffen. Also das muss ich jetzt erstmal selber checken, ob das und wie das überhaupt funktioniert. Der Arthur ist von hier unten über das Lager und über die Lager hier mit Bola und Hexen gekommen und hat dann einen Golem, glaube ich, gedroppt und einen zweiten Golem sogar. Er wollte nur einen droppen. Ich habe ein paar Mauerbrecher dabei und möchte eigentlich hier so springen auf Höhe des Adlers. Wenn mir die Mauerbrecher verrecken, dann entschließe ich mich dazu, relativ früh den Sprung hier irgendwo zu bringen und vielleicht noch einen hier, dass ich vielleicht so in Richtung Adler-Diff komme. Mal gucken. Rathaus denke ich mal nicht dran, aber ich könnte mir das Rathaus natürlich von hier aus mitnehmen. Will ich aber nicht machen. Soll ja ein realistischer Angriff auch für mich sein, und mal sehen, wie weit so ein Zehner hier kommt. Ich bin ja noch nicht 11, also dauert noch 8 Tage. Aber schon mal so ein bisschen als Vorbereitung. Mir fehlt natürlich der Warden. Mir fehlen die 3 Hexen, mir fehlen die 3 Bola. Und mir fehlt der volle Zauber. Von den Helden mal ganz abgesehen, die mir natürlich auffallen. Aber wir gehen einfach mal rein. Ihr seht, diese Armee habe ich hier aufgebaut. Mal gucken, ob es was wird. Ich bin mir ja für nichts zu schade, auch für einen Lupenreihen-Fail hier auf diese Base, und sage jetzt einfach mal Attack. So, gucken wir mal. Also ich schaue jetzt mal so ein bisschen runter. 30 Sekunden habe ich ja jetzt noch, wo das abläuft. Ich gucke mal, ob das gut aussieht für euch. Ja, das sieht gut aus, glaube ich. Und dann legen wir mal los. So richtig weiß ich auch gar nicht, wie setzt man eigentlich Bola und Hexen. Aber ich glaube, wir setzen hier erstmal 1, 2, 3 Hexen. Und nehmen mal jetzt so ein bisschen ein paar Bola davor an der Stelle. Dasselbe machen wir auch hier. So, mal ein paar Bola da noch mit hin. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr viel Bola, aber ich habe jetzt den Golem hier drin und habe mir gedacht, ich nehme einfach ein paar Valkyren mit und den aus der Eventtruppe. So, hier sind meine Mauerbrecher und die gehen. Sind sie da durchgegangen? Ja, die sind da durchgegangen. Das ist natürlich super. Dann kann ich hier schon mal einen Sprung setzen. So, jetzt habe ich hier noch so ein paar Truppen und muss allerdings jetzt schon, oh, ich muss die Clanburg giften, okay. Eieiei, mein King ist mir schon abgekackt. Ist nicht so schlimm, alles nicht so schlimm. So, dann machen wir das mal einmal hier. Und was muss ich eigentlich jetzt friesen? Was muss ich friesen? Wir nehmen mal das hier hinten. Und wir gucken mal, oh, ich habe schon einen Stern. Donnerwetter, ich habe einen Stern. Das gibt's ja gar nicht. Und schaut mal, wie weit ich gekommen bin. Ich krieg das Rathaus. Das gibt es nicht. Das hat es ja noch nie gegeben. Toto! Ja, wir holen uns das Rathaus hier. Super. Da kann ich mich richtig schön zurücklehnen. Dann kann die Queen jetzt auch auslaufen. Meine Herren. Über den Weg, über den umgekehrten Weg, das Rathaus gekriegt. Also, ja, also ich bin total gut drauf. Jetzt kann ich euch sagen, 65% auf die Base hier. Das freut mich. Das freut mich mal für mich. Und ich glaube, da kann ich mir mal wieder selber auf die Schulter klopfen hier. Und ihr seht das, es gibt ja den doppelten Bonus. Und der ist natürlich jetzt schon richtig heftig. Also meine Lager sind ja sowieso alle pickepacke voll. Und der Gegner greift allerdings noch an. Wir können uns hier live noch so ein bisschen was anschauen. Wir schauen uns mal einen Angriff auf den Arthur an. Und warum eigentlich das Ding nach hinten losging, natürlich nicht für uns, sondern für den Gegner. Das seht ihr dann danach. Also ich dokumentiere das jetzt mal ein bisschen nach vorne. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer für euch. Ich schalte gleich auch um auf den PC. Da habe ich es ein bisschen angenehmer, als dass ich immer so nach unten gucke auf das Tablet. Aber es sieht ganz gut aus hier. Und
Ich freue mich auch wieder, dass ich heute Abend wieder eine Folge mit Webcam mache. Das ist schon wieder so ein bisschen, ich hab mal wieder ein bisschen was verändert hier. Ein bisschen Licht da, ein bisschen Licht da. Und ich glaube, jetzt komme ich auch farblich ganz gut rüber, denn ich habe mir die letzten Videos mal angeschaut. Okay, hat aber auch 2 Sterne geholt. Also auch nicht schlecht gemacht, der Angreifer hier. Wo ich immer ein bisschen blass wirke. Und ich habe die Kamera jetzt noch mal ein bisschen positioniert und habe sie auch mal ein bisschen gesettet, dass meine natürliche Bräune hier mal ein bisschen durchkommt. Denn ich bin ja eigentlich ein ganz schön dunkler Junge, vor allen Dingen, wenn ich aus dem Sommer komme. Das nimmt jetzt natürlich ab, aber die Farben haben einfach nie so richtig gepasst. Und auch der Joker hier, ich zeige einfach mal ein paar Devs hier, ist ja mal ganz schön. Wenn ich hier noch live jetzt reinkomme, ich hoffe, es ist auch laut genug, denn mein Mikro ist ja mal, hier wird es kurz mal laut, ist ja hier unten. Und ich habe es mal ganz verdeckt, ihr seht das hier. So, jetzt ist es ganz raus aus dem Bild. Ach, doch noch nicht. Die Kante ist noch da. Aber ich hoffe, das ist einfach immer noch laut genug. Denn dann würde ich das auf jeden Fall so lassen. Und kann immer so ein bisschen Faxen mit der Hände mit euch machen. Ja, kann euch schön winken und so weiter. Ist mir viel, viel lieber. Also 50, 56 hier. Ja, mal gucken. Der Gegner hat noch ein paar Angriffe hier. Und hat wenigstens einer meinen Angriff gesehen. Natürlich nicht. Ja, keiner sagt mal, hast du gut gemacht, Toto. Naja, aber wir haben auch 16 Dreier und warum ist das eigentlich für einen Gegner so, jetzt bleibe ich ja doch auf dem Tablet, ne? Warum ist das eigentlich für einen Gegner so komisch gewesen, weil die bis zu ihrer, ich glaube, der Sechser hier, der Sechser ist die erste Base, die überhaupt Infernos hat und, ne, der hat noch nicht mal Infernos, es ist der Fünfer. Es ist der Fünfer, der hat hier mal ein paar Infernos, hat sogar den Adler, das verstehe ich auch nicht, Adler haben sie auf 2, aber die Infernos hier haben sie auch auf 2, ja. Und wenn ihr jetzt euch die Helden betrachtet, hier mit einer 9er Queen, ich schalte doch mal gerade um, wartet mal. Ich schalte doch mal gerade um, glaube ich, aufs Tablet. Ich lade mal mein Tablet-Account eben jetzt. Dann steht hier gleich, another device is connecting. Ja, kann es auch. Mache ich den mal weg hier und schalte jetzt mal um auf den Toto, auf den Memo. Ich glaube, das ist etwas angenehmer. Ja, so ist das auch angenehmer für mich. Da muss ich nicht immer nach unten ins Tablet reinsprechen. So, ich lege das mal eben an die Seite. Und dann gehen wir nochmal in den CK rein. Also die hatten bis zur, oder der fünfte war der einzige oder der erste, der überhaupt Infernos hatte. Der Rest hier drunter, alles etwas engineered, so will ich es mal sagen, weil sie waren ja gar nicht mal so schlecht. Aber hier unten war das dann ganz, ganz fatal. Also die, ich glaube, es war die Black Beauty, die konnte hier diese beiden Bases, das haben wir, glaube ich, noch gesehen gehabt, das habe ich, ich weiß gar nicht, habe ich es gestern gezeigt? Nee, ich habe es mir gestern, glaube ich, nur angeschaut. Und ganz, ganz einfach zu machen, also den Sieg hier haben wir uns verdient, muss man einfach mal so sagen. Und wir haben jetzt auch mittlerweile wieder eine kleine Zweier-Serie. Das ist für unsere Verhältnisse richtig gut. Warum das so ist, zeige ich euch gleich auch. Und auch der Popi entscheidet sich hier für Hexen. Also ich bin immer noch ein bisschen abgehypt von meinem Angriff. Ich hoffe, irgendeiner hat ihn gesehen und kann mir das unter dieses Video schreiben. Toto, den habe ich live gesehen. Ich habe das eben nicht geguckt, ob ich überhaupt Zuschauer hatte. Und wäre natürlich klasse, dass ich endlich mal so angegriffen habe. Ich denke mal, dem Sir Amelot wird das vor allen Dingen gefallen. Denn der hat mich in dieser Woche ja auf diesen Trichter gebracht. So nach dem Motto, oh, wir haben was live. Ei. Ja, ist egal. Wir bleiben hier mal drin, denn der hat mich auf den Trichter gebracht. Toto, nimm mal Hexenbowler. Auch im RH10-Bereich kann das eine gute Kombi sein. Und ich habe jetzt einen 11er angegriffen, weil ich wollte jetzt nicht irgendwo einen 9,5er nochmal machen. Den habe ich leider nur mit 1 Stern belegt, den ersten, weil ich meine Miner wieder so unmöglich gesetzt habe. Und das habe ich diesmal gemacht. Habe mir ein bisschen, habt ihr ja gesehen, beim Arthur, also wenn ich den Kampf von Arthur sehe, ist der fast so wie meiner. Also von den Truppen her, von den Helden natürlich nicht her, aber von der Anfangsweise, von der Seite her. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme. Echt nicht gedacht. Ich hatte jetzt einen Freeze dabei. Der Arthur hat das komplett freeze-los gemacht, also ohne Frostzauber, mit 3 Sprungen. Ja, der ist da also durch die Base hier, ich sag mal, die ich eben gemacht habe, von Anfang bis Ende durchgesprungen. Aber Popi hat das hier auch gut gemacht. Die Clanburg lebt mir nur ein bisschen zu lange. Er hat jetzt aber auch mit dieser Taktik hier, die übt er auch, hat er keinen Giftzauber dabei, sondern nimmt 4 Erdbebenzauber und verzichtet ganz auf den Giftzauber. Ich denke mal, ja, kannst du bei so einer Base auch machen, denn da ging ja jetzt so viel hier außen rum und die Clanburg kann ja letztendlich nur immer auf so einen, die kann ja gar nicht alle Truppen hier abdecken. Ein bisschen blöder wäre es gelaufen,
wenn sich der Drache und der Babydrache jetzt geteilt hätten. Aber so ist das gut gelaufen hier. Und der Gegner ist noch dabei, hier nochmal den Chris zu machen. 1 auf 4. Mal gucken, ob wir nochmal reinspringen können hier. Das wird, glaube ich, nichts. Oh, Chris hat den Base hält, okay. Auch nicht schlecht. Der Chris hat ja auch heute einen 3-Sterner hingelegt auf einen 10,5er ist das ja, glaube ich. Oh, War has ended. Und das ist auch mal witzig. Wenn du genau dann reinkommst, wenn der Krieg geendet hat, musst du halt einmal raus, um mal zu checken, was ich jetzt für einen Bonus kriege. Wow. 14.000. Alles klar, Toto. Das geht schon. Das heißt, meine Lager sind hier voll. Ja, pickepacke voll. Und ihr seht das im Hintergrund auch, die 8.500. Also, ich laufe hier nicht auf Grundeis, aber ich muss mich noch 7 Tage und 23 Stunden gedulden, bevor ich das alles leere. Okay, wir gehen aber trotzdem wieder rein hier und schauen uns noch den einen oder anderen Angriff an, auch von aus den oberen Bereichen. Und war wirklich ein schöner CK, wir haben uns zusammengerissen vor allen Dingen. Jetzt bin ich ein bisschen von abgewichen, warum das eigentlich so ein kleiner Erfolg hier für uns ist. Aber ich denke dran, nach diesem Kampf hier mache ich das und während der Kampf hier läuft, muss ich mich auch mal wieder bei euch bedanken. Also meine Donnerstags-Dorfbesuchsfolge, auf den Titel könnt ihr gespannt sein. Der kommt diesmal nicht von mir, den hat sich jemand anders ausgedacht. Habe ich wieder schöne Dörfer drin, also die Folge ist voll. Und ich habe auch wieder Videos von euch bekommen, hat mich auch mal wieder total gefreut, dass ich 2 Videos von euch mit einbauen kann. Auch wenn das ja bei mir nicht so dieser super Megalot ist, aber es sind Videos, die euch zeigen, dass das bei mir auch funktionieren kann. Ja, also dass ich Fremdangriffe geschickt bekomme, also das, was ich mir ausgedacht habe, in Google Drive reinlegen oder einfach an meine E-Mail-Adresse oder an eine meiner E-Mail-Adressen, das ist totoclashed1@gmail.com. Das Postfach hole ich jetzt doch etwas öfter ab, liegt ja doch mal was drin und der eine oder andere schreibt mich da sogar an. Also wirklich nett hier. Und bitte denkt heute auch an den Stream. Heute Abend streame ich mit euch 1-2 Stündchen. Denn ich hatte ja gesagt, gestern schon in dem Video, ist auch witzig, ne? Eigentlich ist es nicht gestern, aber ich muss ja so reden. Denn das Video, was ihr heute, ihr gestern gesehen habt, habe ich heute aufgenommen. Und da habe ich mir ja gedacht, Mensch, Toto, wir haben ja 2 Feiertage. Da kannst du ja sicherlich was mit deinen Leuten machen. Mit meinen Leuten meine ich mit euch, ja, mit meiner Community. Und ich denke mal, so ein Stündchen, oh, schön gemacht hier, schön gemacht mit den Minern, jawohl, habe ich noch gar nicht gesehen hier vom Jody, sonst ist er eigentlich mehr so der Schweinereiter-Typ, okay, 4 Stück schickt er hier auch noch mit rein ins Rennen, nicht schlecht, aber hier mal mit Miner rein, ist natürlich schon nett, die kam jetzt aus der Clanburg, das sind Max Miner und ihr seht das hier, die rocken hier richtig nett in der Mitte, lassen sich jetzt natürlich auch gerne mal ablenken von den Skeletten, das hat auch meinem Angriff leider zu einem Fehl verholfen und aber ja, ich sehe es jetzt gerade, die gehen trotzdem noch hier mit dem Schweinereiter, weil die Defenses natürlich auch komplett abgelenkt sind hier jetzt gerade hier durch. Schöner Queenwalk hier, 25er Queen, super gemacht hier. Und ja, wie gesagt, ich habe nur gesehen, dass er 3 gemacht hat, aber ich habe nicht gesehen, wie er die 3 gemacht hat. Toller Angriff hier. Und so, jetzt vergesse ich es aber nicht, warum ich so angehypt bin, denn wenn ihr euch mal unser Kriegslog hier anschaut, das war ja schon wieder ganz traurig. Und wer genau hinguckt, ja, wann wir das letzte Mal überhaupt mal 2 hintereinander gewonnen haben. Ihr seht das hier unten. Ja, immer 1 gewonnen, 1 verloren, 3 verloren, 1 gewonnen, 1 verloren, 3 gewonnen, 2 verloren, 1 gewonnen, 2 verloren, 1 gewonnen. Und so geht das hier weiter. So eine kleine, nette, grüne Serie tut uns sicherlich mal wieder ganz gut, auch ein bisschen unseren Egos. Und ihr seht das hier, wir haben schon 430 CKs aufgespielt, also auch das ist richtig nett. Und nebenbei bemerkt, meine Friendslist hier ist wieder voll und ihr seht, ich fülle sie schon wieder. Denn ich habe jetzt so circa 30, 40 Freunde hier wieder, also morgen wird das hoffentlich wieder eine richtig spaßige Sache, wo ich eure Kämpfe sehe. Und wir springen jetzt zurück in den CK, bevor die wieder 9 anstarten und ich muss hier dann noch extremer hin und her springen. So, wen hatte ich denn eigentlich gesehen? Ja, ich hatte mir den Christian angeschaut auf die 7. Ich hoffe, das gefällt euch. Wir haben ja 2 Tage mal wieder CKs hintereinander gehabt, aber ganz unterschiedlich, habt ihr ja gesehen, die Folge, die ihr gestern gesehen habt. Also vom ersten Feiertag, die war ja eher so ein bisschen aus den unteren Bereichen, da haben wir auch mal ein RH10 mit drin gehabt.
oder zwei RH10, aber das sind auch die einzigen, die wir bei True Warriors 2 haben. Und hier ist das natürlich schon ein bisschen anders. Hier haben wir doch schon eine ganze Masse 11er. Jetzt mit mir kommt der nächste 11er mit dazu. Und der Übungsangriff heute war richtig gut. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, hätte ich fast gesagt. Denn das gelingt mir so selten. Und dann bin ich auch immer so ein bisschen, ich bin nicht niedergeschlagen. Ja, aber es wurmt dich ja doch so ein bisschen, dass du es nie packst. Mal einen ordentlichen 2-Sterne. Ich meine, der war jetzt, ich glaube, mit 65% war der absolut ordentlich für mich. Und den hätte ich auch viel eher machen können. Ne? Das hält ja, denn da waren ja auch nicht mehr als 2 Sterne drauf. Und aber unten waren ja alle 10er und auch alle 10,5er waren ja schon gedreiert. Das heißt also, auch einige 9er heute bei uns gibt es keine, tatsächlich gibt es bei uns keine Lotangriffe. Denn jeder kann sicherlich üben. Ich habe ja mit meinem RH9, mit dem Alex-Account, habe ich heute auch noch geübt. Einen schönen Hawkrider-Angriff nochmal hingelegt mit 3 Sternen auf so in etwa so meine Range, so 13, 14, 15. Also schon so, wie ich eigentlich auch dann mit dem RH9er bin. Okay, meine Helden waren schon wieder bei 10 Level höher. Also mit 25er King und 26er Queen war ich dem eigentlich weitaus überlegen, aber es macht nichts. Letztendlich haben es natürlich die Hawks entschieden und nicht meine Helden. Die haben zwar beide überlebt, aber mir war es wichtig, dass ich mal meine Hawks ein bisschen punktual setze, aber der Joker hat das hier gut gemacht. Wir sind gerade abgewichen und richtig klasse Taktik auch, dass wir hier vor allen Dingen in den Bereichen richtig toll gedreiert haben. Den kennt ihr auch hier, das ist der Hawker. Der Hawker hat sich die BS vorgenommen und mit Ansage, ja, also mit Ansage, denn man sieht das hier ja auch. Das ist... Was ist das? Was ist das für eine Base? Ja, also ich will jetzt nicht sagen, wenn ich so einen Account spielen würde, würde ich mich schämen. Aber... oder würde mich halt rühmen und würde sagen, haha, hurra, hier kommt meine Engineered Base, auf geht's. Ja, und... ja, das ist doch ein Opfer, der King hier, tut mir leid. Das ist einfach so, der kassiert immer 3 und der ist ja relativ hoch gerankt, wenn ihr das mal schaut, auf 5 ist der gerankt und ihr kennt hier die Base von Hocke. Hocke ist fast maxed out RH11, ja, also auch von seiner Defense her, die Helden vertragen jetzt noch 1 Level King und 4 Level Queen und das heißt also, die Range ist gar nicht mal weit weg hier. Also diesmal ging es leider für den Gegner so mal richtig nach hinten los und so ein bisschen, ja, es freut mich natürlich ein bisschen. So, zu Anfang war das schon noch auf Augenhöhe. Also auch unsere 9er sind unten alle gefallen. Ich glaube, 2 waren jetzt noch offen. Da hätte der Gegner vielleicht ein bisschen viel tiefer gehen können. Das machen wir ja auch, wenn wir sehen, Mensch, hier, ich sehe eher auf dem 10er erstmal einen 3er, bevor ich jetzt einen 11er angehe und dort nur einen 2-Sterner mache oder womöglich nur einen 1-Sterner. Dann ist das schwer zu kompensieren. Und wenn du erstmal schon mal 3 Stück im Sack hast, bei einer recht schweren RH10-Base oder bei einer RH10-Base überhaupt, dann ist das natürlich top. Also gut gemacht hier auch der Angriff von Hocke hier. Boah, Overkill. Ja, so nennt man das, glaube ich, hier in unserem Fachjargon bei Clash of Clans. Und wir schauen auch hier oben ruhig in die 2-Sterne rein. Das ist überhaupt kein Thema. Von Norman hier auf die Nummer... was ist es eigentlich? Die Nummer... Oh, jetzt bin ich auf den Pausenbutton gekommen. Entschuldigt bitte. Die Nummer 3. Auf die Nummer 3. 3 auf 3. Der Norman hatte, glaube ich, erst die... Ich weiß gar nicht, ob er die 1 oder die 2 probiert hat. Er hat da nur 1 Stern gemacht. Aber er ist auch... Das hatte ich auch gesagt, dass wir starke Angreifer auch oben haben. Und auch den Norman habt ihr schon öfter gesehen. Früher ja auch schon gesehen. Und wir können uns nach wie vor nicht so gut aufs Feld gucken. Aber ich bin, glaube ich, über diesen Punkt hinweg. Der Norm hat sich wieder super integriert und das freut mich auch. Er ist gut mit dabei hier, egal ob das Spenden angeht, Truppen angeht, ob das hier die Angriffe. Norm war schon immer ein guter Angreifer und deswegen bin ich ja auch eigentlich im Umkehrschluss, so im Inneren habe ich immer gedacht, geil, dass Norm wieder da ist, ja, denn der hat immer stark angegriffen hier und ich glaube, der Norman und auch der Joker Chris sind auch Kumpels, meine ich, im echten Leben. Ja, die kennen sich, machen was zusammen und das hat mir mal ein bisschen leid getan für den Joker, dass der Norman hier raus war, aber mittlerweile ist er ja schon wieder seit
Monaten, hätte ich fast gesagt, seit 3 Monaten glaube ich schon wieder hier und kämpft hier mit uns mit. Also schönes Ding hier vom Norman auf die Nummer 3, hier 3 auf 3. Hier reißt es auch wie bei mir eben die Queen. Allerdings hat er doch ein paar Walküren im Backend. Boah, 3 Riesenbomben da. Krass, 3 Riesenbomben, super. Super Sache hier. Nochmal der Hinweis für heute Abend auf den Stream. Ich kann die Anfangszeit noch nicht festlegen. Ihr werdet ein Bild von mir sehen heute. Da steht eine Anfangszeit drauf. Ob ich die einhalte, das kann ich noch nicht sagen. Aber wir sehen uns in jedem Fall. Das kann ich euch versprechen. Und wir machen ein bisschen was zusammen. Ich werde sicherlich mal so ein bisschen farmen mit Rathaus Level 7. Mein Rathaus wird ja heute Abend fertig auf Level 7. Da freue ich mich auch drauf. Also ich freue mich eigentlich auf jeden Rathaus-Level, weil ich nach wie vor Spaß am Spiel habe. Da ist mir der Rathaus-Level ganz egal. Klar machen, natürlich macht so ein Rathaus 11 hier ganz anders Bock als ein Rathaus 7. Aber die Herausforderungen sind auch ganz, ganz anders. Und deswegen habe ich genauso Bock auf ein RH7 wie auf ein RH11 oder ein RH10. Denn der Avatar ist kurz davor, auch seine letzte Reise mit dem King zu machen, also auf Level 30. Wenn der auf Level 30 geht, ich weiß es immer noch nicht. Ich könnte das Rathaus ja schon lange anstoßen, weil ich ja weiß, wann er auf Level 30 geht. Aber ich halte mich mal noch ein bisschen bedeckt, denn neben dem 11er hier zeitgleich ein 10er mit hochzuspielen, ist sicherlich auch eine Herausforderung. Und deswegen, der will ich mich noch nicht stellen. Alter, geht dieser Kampf hier lange, wa? Meine Herren. Hat denn jetzt endlich mal einer geschrieben, Toto, toller Angriff? Immer noch nicht, ey, toll. Dankeschön. Kein Mensch honoriert mir das. Bisschen stimmt mich das natürlich auch traurig. Aber es macht nichts. Wir gucken uns hier die knappen 50% vom King noch an. Und dann hoffe ich, habt ihr wieder ein bisschen Clan War Action hier aus den Two Warriors gesehen. Und ich habe hier mal wieder am Tablet was gemacht. Das ist ja auch, ich habe ja da schon gleich zu Anfang gesagt, ich bin mir auch für nichts zu schade, auch für einen schönen Fail hier vor der Kamera live. Ist alles bei mir drin. Also klar ärgert man sich dann. Aber diesmal muss ich mich nicht ärgern, sondern diesmal kann ich breite Brust vorausgehen. Ja, mit den 65% auf das starke RH11. Und bin froh, der Bonus ist natürlich, ist ja göttlich. Schade, dass ich den nicht so krass nutzen kann. Oh, was macht, Alter, was macht denn der King Arthur hier? Er hat den Feger weggemacht, glaube ich, kann das sein? Oder eine Luftabwehr mit Feger? Ich glaube, er hat den Feger geblitzt. Denn die Luftabwehren standen, glaube ich, hier 1, 2, 3 und hier irgendwo stand sicherlich auch noch eine. So wie ich das auch immer gerne mache. Mit meinem Zehner einfach mal eine Luftabwehr wegblitzen und gar keine Luftabwehr. Also nicht eine Luftabwehr, den Luftfeger. Entschuldigung. Bin ich auch schon durch den Wind, weil ich ein bisschen angehypt bin gerade. Und schöner Drachenangriff hier. Und ich glaube, er hatte geschrieben, Kuh war ganz schön knapp. Mal gucken, wie knapp es denn war. Denn auch den habe ich noch nicht gesehen. Den sehe ich jetzt erstmalig. Ich gehe jetzt mal schön groß rein hier für die Handygucker vor allen Dingen von euch, dann seht ihr, müsst ihr nicht so die Augen verblinzeln, wie ich das manchmal machen muss. Bei meinem Handy, wenn ich dort angreife oder mir was anschaue. Und ja, da ist aber reichlich in der Mitte 48%, 50, aber jetzt kommen natürlich noch mal ein paar Bomben hier. Oh, das war doch ganz schön eng. Da seht ihr mal hier, in der Mitte war gut verteidigt. 50 auf den Kopf. Super gemacht hier vom King Arthur. Und ich denke mal, verdienter Sieg, verdiente kleine Serie. Und ich baue die Truppe. Ich könnte sie eigentlich mal nachbauen, ne? Ich könnte hier mal nachbauen hier. Und nochmal so einen Angriff hinlegen und üben. Aber mache ich nicht. Denn ich muss noch 4-mal Event spielen hier. Also auch das habe ich morgen in jedem Fall fertig. Ich mache das sicherlich gleich, dass ich hier ein bisschen noch was nachbaue. Habe ich heute was vergessen? Nein, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem super gefallen hier. Oder gut gefallen von mir. Live-CK, Live-Devs von den Two Warriors und ich würde sagen bis heute Abend. Bye bye.